der ganz waghalsige Versuch des Experiments. Ich will seine Vorhand systematisieren, quasi so lange spielen, bis er das als Reflex kann, aber eben nicht diagonal und auch nicht parallel, sondern auf den dritten neuralgischen Punkt im Tischtennis, der vielleicht mittlerweile einer der neuralgischsten ist, nämlich Tischmitte, also auf die Wampe, auf den Bauch vom Gegner. Ist mal so ein Versuch. Wüsste auch gern, was diverse Trainer zu der ganzen Geschichte dann sagen, weil ich bin ja nun, weiß Gott, nicht der ganz große Technik-Spezialist. Schauen wir mal, wie er es macht. Almin Aydar Pasic aus Mazedonien, vollkommener Hobby-Spieler heute zum ersten Mal in der Halle und dafür macht er das unglaublich gut. Also dafür, dass er bisher nur an der Steinplatte mit mir trainiert hat und das auch erst seit 3 Wochen. Unglaublich gut. Hat als vollkommener Anfänger da angefangen.